Yo Leute, was geht? Hier ist wieder euer Leon's Life, back mit einem neuen Video. Und bevor das Video startet, möchte ich mal wieder drei Leute von euch grüßen. Und zwar gehen die Grüße raus an den lieben Horror Knight für den ersten Kommentar unter meinem letzten Video. Und ansonsten grüße ich noch den lieben Janurbe02 und Hyrus Girl. Und falls ihr auch mal Lust habt, in einem meiner nächsten Videos gegrüßt zu werden, lasst doch einfach den ersten Kommentar unter diesem Video da oder schreibt etwas Nettes in die Kommentare. Und mit etwas Glück werdet ihr in einem meiner nächsten Videos gegrüßt. Und jetzt auf jeden Fall viel Spaß bei diesem Video. Ja, Freunde, ihr hört es vielleicht auch schon ein wenig an meiner Stimme. Die ist ein bisschen anders als sonst. Das liegt einfach daran, da ich die letzten Tage krank war. Und die Leute, die von euch gestern in meinem Instagram-Livestream schon am Start waren, die haben das Ganze auch schon mitbekommen. Das ist auch der Grund, warum ich heute ohne Kamera aufnehme, da ich einfach von den letzten Tagen noch ein bisschen bescheuert aussehe. Also deswegen heute mal ohne Facecam, beziehungsweise ohne Kamera. Ich hoffe, das ist okay. Aber das hält mich natürlich trotzdem nicht davon ab, für euch ein kleines Video rauszuhauen, auch wenn es meiner Stimme vielleicht nicht ganz so gut tut. Aber ich dachte mir, ey, ich muss unbedingt nochmal jetzt ein Video raushauen, denn heute geht es um die letzte Schlag den Laien-Folge, die haben wahrscheinlich auch einige von euch gesehen. Und zwar habe ich mir gestern in aller Ruhe nochmal die 6 Stunden von unserem Video angeschaut haben, die wir uns da duelliert haben. Und da ist mir Beispiel 5 bei dem Spiel Tagesziele etwas aufgefallen, denn da war die Aufgabe von uns, dass wir all unsere 3 Tagesziele, die wir haben, abschließen müssen. Und derjenige, der seine Tagesziele in der schnelleren Zeit erledigt, gewinnt dieses 5. Spiel. Und unter anderem war auch ein Tagesziel bei dem lieben Leon, dass er 20 Fahrzeuge zerstören musste. Und beim Anschauen des Videos ist mir aufgefallen, dass es meiner Meinung nach keine 20 Fahrzeuge waren. Also ich habe immer entweder 17 oder 14 gezählt, aber ich bin nie auf 20 Fahrzeuge gekommen. Ich habe mir das Ganze auch 5 oder 6 Mal angeschaut, dann am Nachmittag auch nochmal mit meinem Vater zusammen. Aber keiner von uns hat jemals 20 Fahrzeuge gezählt. Ich werde euch jetzt einfach mal das Spiel reinschneiden in dieses Video mit einem Counter, wo ich einblenden werde, wie viele Fahrzeuge er zerstört hat. Und ihr zählt bitte auch mal mit und schreibt dann am Ende mal in die Kommentare, ob ihr meint, das waren 20 Fahrzeuge oder ob ihr der Meinung seid, es waren weniger als 20 Fahrzeuge. Nehmt einfach mal hier oben an der Abstimmung dann teil, die werde ich euch schon hier oben einblenden. Und drückt einfach mal drauf, was ihr meint, ob es 20 Fahrzeuge waren oder nicht. Denn das Spiel ist aus diesem Grund so entscheidend, denn wenn ich dieses 5. Spiel gewonnen hätte, hätte ich die Schlag den Laien-Show schon viel früher entschieden durch ein Matchballspiel. Und so hat der liebe Leon die Show gewonnen und nicht ich. Deswegen ist dieses Spiel sehr wichtig für den Verlauf der Show gewesen. Und genau deshalb wollte ich euch da jetzt nochmal nachfragen, was eure Meinung dazu ist. Aber ich will jetzt gar nicht mehr viel drum rumlabern. Ich blende euch jetzt einfach mal die Szene ein, die ich meine. Okay, hast du noch Fragen? Nö. Dann würde ich sagen, Spiel Nummer 5, Tagesziele, beginnt jetzt. Und ich werde mich jetzt hier erstmal mit dem Schwersten wahrscheinlich zurechtfinden. Ich habe jetzt echt Pech, weil ich echt scheiß Tagesziele habe, muss ich sagen. Also das ist jetzt echt bitter. Das könnte lang dauern. Hey, mir nicht. Das ist schlecht für mich. Ja, AfD wieder. Rate mal, warum sie dich geblockt hat. Wenn du schreibst, Sau, blöde, die Sau, die dumme Sau Selina Schmidt, da wunderst du dich, dass sie dich blockt. Du kannst einfach nicht normal schreiben, das ist dein Problem. Du beleidigst einfach nur und kannst nicht normal schreiben. Da brauchst du schon nicht wundern, dass man dich blockt. Sorry, aber das ist gerade total peinlich, was du da schreibst, dass du dich dann noch wunderst, warum du geblockt wirst. Wenn man sagt, drecksdumme Sau, Selina, und da wundert man sich noch, dass man geblockt wird. Aufkommen, ich brauche irgendwelche Spieler, die hier beitreten. Meine Güte.
Wenn ich jetzt Glück habe und das geht schnell, habe ich Glück. Wenn es natürlich jetzt lange dauert, habe ich Pech. Kommt natürlich jetzt drauf an, wie sehr mich das Spiel mag. Oh, hier ist ein Luis. Vielleicht irgendein Freund, keine Ahnung, irgendwas. Adi, mein Livestream gerade gucken, die eine PS4 haben. Ey, tritt mir bei, helft mir bei dem Spiel zu gewinnen. Ich komm rein, wartest du kurz. Ja, John Rox, beeil dich schnell, schnell, schnell. Wenn du GTA noch neu starten musst, dauert es zu lange wahrscheinlich. AfD-Wähler, das hat nichts mit Empfindlichsein zu tun, das hat einfach was mit Manieren und mit Verhalten zu tun. Geil, 20 Euro. Das hat nichts mit Empfindlich zu tun. Geil, 20 Euro. Das hat nichts mit Empfindlich zu tun. Ja, falls ihr euch da auch noch nicht sicher seid, schaut euch diese Stelle gerne auch noch ein bisschen öfter an. Ich habe sie mir, wie gesagt, auch 5-6 Mal angeschaut, bin aber nie auf 20 Fahrzeuge gekommen. Da nehmt oben an der Abstimmung teil. Bitte oben an der Abstimmung nicht unten in den Kommentaren, weil es ansonsten zu unübersichtlich wird. Also schön oben in der Infobox abstimmen, da habe ich eine viel bessere Übersicht. Und dementsprechend, was ihr draußen entscheiden werdet, werden ich und der Leon uns darauf einigen, wer dieses Spiel gewonnen hat. Das heißt, es liegt jetzt an euch zu sagen, ey, da war Betrug im Spiel, dieses Spiel hat er verloren, ich habe die Show gewonnen. Oder ihr sagt, nee, meiner Meinung nach waren das 20 Fahrzeuge, dieses Spiel gewinnt der Leon ganz regulär. Worauf natürlich wichtig ist, dass ihr achten müsst, dass jeder Schuss war immer ein Treffer. Also er hat ja auch ein paar Mal an die Wand geschossen oder auch ein paar Mal ein bereits explodiertes Auto abgeschossen oder auch einfach gar nichts getroffen. Deswegen müsst ihr darauf ganz genau achten, deswegen schaut euch das Video wirklich genau an und auch gerne mehrmals an, denn davon ist die ganze Show abhängig. Also nicht nur, weil da eine Explosion ist, hieß es ja nicht, dass er ein Auto zum Explodieren gebracht hat, sondern es kann ja auch einfach die Wand gewesen sein oder ein bereits explodiertes Auto. Also das ist mir wichtig, dass ihr euch das nochmal ganz genau anschaut, denn eure Entscheidung ist von der ganzen Show aus abhängig. Ja, heute leider nur ein kurzes Video, weil ich, wie gesagt, meine Stimme ein bisschen schonen muss. Ich kann meine Stimme nicht zu arg belasten. Deswegen nimmt es mir nicht so übel, dass heute noch ein kürzeres Video kommt. Aber sobald ich wieder gesund bin, werde ich wieder mit Videos mehr durchstarten. Auch wenn ich jetzt ab Montag wieder arbeiten gehen muss. Aber trotzdem, außerhalb von Arbeiten, werde ich mir natürlich auch ein bisschen die Zeit für YouTube nehmen. Ja, und an dieser Stelle habe ich nichts mehr als übrig zu sagen, außer ich habe fertig. Eure Meinung ist uns wichtig. Und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao.